Verehrte Zuschauer, kurz vor Abschluss unserer Sendung Worte in eigener Sache, und zwar nicht nur in Angelegenheiten der aktuellen Kamera, sondern in denen des gesamten Fernsehens. Unsere SED-Kreisleitung hat auf ihrer heutigen Tagung die folgende Erklärung angenommen. Unsere Mitverantwortung an der entstandenen Krisensituation in der DDR konstatieren wir mit tiefer Betroffenheit. Wir haben es zugelassen, dass unser Medium durch dirigistische Eingriffe missbraucht wurde. Dadurch wurde das Vertrauen vieler Zuschauer und nicht zuletzt zahlreicher Mitarbeiter im DDR-Fernsehen erschüttert. Dafür bitten wir die Bürger der DDR um Entschuldigung. Den Verlust an Vertrauen abzubauen wird langwierig und hart sein. Dazu sind wir entschlossen. Das zwingt uns zu schonungsloser Prüfung des Zustandes unserer Arbeit und ihrer Ergebnisse, der Sendungen in unseren beiden Programmen. Es gilt, den öffentlichen Dialog auf dem Bildschirm zu führen. Jetzt und in Zukunft werden sich alle Journalisten und Künstler, alle Mitarbeiter in unserem Medium und vor allem die Mitglieder der SED an einem öffentlich messen lassen. Wie das Fernsehen der DDR die Breite und Meinungsvielfalt, die Ideen, Kritiken und Vorschläge von Millionen politisch mündigen Bürgern, die auf den verfassungsmäßigen Grundlagen unseres Staates stehen, in den gesellschaftlichen Meinungsbildungs- und Arbeitsprozess einbringt. Darin sehen wir eine entscheidende Garantie, um den begonnenen Prozess der Wende in unserem Lande unumkehrbar zu machen. In diesem Sinne beteiligen wir uns aktiv an der Erarbeitung und Diskussion eines Mediengesetzes. Es bedarf eines hohen Maßes an politischer, journalistischer, künstlerischer und handwerklicher Eigenverantwortung. Verantwortungen sind zu bestimmen und auch tatsächlich wahrzunehmen. Die Kreisleitung der SED-Fernsehen der DDR beauftragt den Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Fernsehen auf der 10. Tagung des Zentralkomitees über das Konzept der Wende im DDR-Fernsehen und, wie es in voller Eigenverantwortung zu realisieren ist, zu sprechen. Liebe Zuschauer, diese Erklärung unserer Partei im DDR-Fernsehen hat einen großen Vorteil. Sie selbst, die Zuschauer, können kontrollieren, wie ernst es uns mit ihr ist.